So Leute, was geht? Eine neue Folge. Und die Folge, die müsst ihr euch geben. Ja, also diesmal jetzt nicht Dashcam-Tipps kommen auch, aber also nur ein Dashcam-Clip. Denn ich bin auf eine Raststätte gefahren und dort ging nichts mehr. Alles zugeparkt. Ich habe jetzt übrigens in einem Wohngebiet geparkt. Warum auch immer die ganze Nacht hier irgendwelche Trecker durch die Gegend fahren oder seit heute Morgen, Alter, völlig ätzend. Ich habe keinen Parkplatz mehr gefunden, weil ich stehe hier in so einer Einbahnstraße, weil überall hier absolute Park- und Haltverbot. Und da, wo der Trecker jetzt reinfährt, da hinten links, der müsste jetzt links abbiegen, ja. Da habe ich vorher gestanden, aber da zu nah am Kreuzungsbereich da hinten quasi. Und dann habe ich gedacht, man weckt mich vielleicht noch abends, wenn keiner rumkommt. Und ich habe davor etwas weiter hinten gestanden. Da, ich habe schon zwei, dreimal hier gestanden in Ströndorf, ja. Und irgendwie haben die Schilder jetzt hier alle neu aufgestellt. Was habe ich die vorher noch nie gesehen? Die sind alle neu, bin ich jetzt der Meinung. Die sind mir vorher nie aufgefallen. Vorher haben hier auch LKWs immer geparkt. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist, dass da LKWs geparkt haben. Und auf jeden Fall war dann ein Sattelzug, also fünf sind bestimmt schon an mir vorbeigefahren. Und dann kam einer, so ein älterer Fahrer. Nichts gegen ältere Fahrer übrigens. Aber der hat mich so angeschnauzt, weil ich da stand. Da siehst du die Schilder nicht. Und ganz ehrlich, ich habe die bei Nacht nicht gesehen. Hab dann geguckt, denke, krass, Alter, du stehst hier vom absoluten Park- und Haltverbot. Hier habe ich doch fünfmal schon gestanden. Und dann bin ich hier im Kreis gefahren hin und her. Und der einzigste Parkplatz, Leute, der einzigste Parkplatz, den ich gefunden habe, wo ich kein Schild gesehen habe mit absoluten Park- und Haltverbot, ist dieser hier. So. Die Scheiße ist, genau das, was ihr jetzt seht, jetzt kommt wieder der nächste Trecker. Was ist eine Trecker-Rennstrecke hier anscheinend? Keine Ahnung. Jedenfalls geht das die ganze Nacht schon so. Da ist übrigens so ein Imbiss. Die waren da auch am rumgrillen, von dieser komischen Spedition hier waren auch am rumgrillen. Geht mir gerade voll auf den Sack. Aber was ist gestern Abend passiert, Freunde? Das interessiert euch ja mehr. Ich musste auf Toilette. So, und die normalen Wald- und Wiesenparkplätze an den Autobahnen kannst du schon gar nicht mehr drauf fahren nachts, ja? Weil alles zu ist. Okay. Da habe ich gedacht, hörst du eine Raststätte an. Da geht ja immer was, die Tankstellensäulen, die sind ja immer frei, ne? Weil da muss ja getankt werden und jedenfalls eine Fahrspur ist meistens immer frei. Das heißt, da kannst du dann mal kurz für 5 Minuten dich hinstellen und kurz reingehen auf Toilette, raus, weiterfahren. Pustekuchen. Ich bin auf die Raststätte gekommen, ihr seht es gleich, die Bilder. Und selbst zur Lkw-Zapfsäule kam ich nicht, zugestellt. Das war schon sehr ungewöhnlich. Ja, ich habe hier gerade was auf der Linse, glaube ich, so. Entschuldigung. So, das war schon sehr ungewöhnlich. Nichts weiter dabei gedacht, habe dann bei dem PKW, ihr seht das gleich alles im Video, ich habe die Clips aneinander gehangen. Bin auf Toilette gegangen und bin danach, wollte ich die Raststätte wieder runterfahren. Und ihr werdet gleich im Bild sehen, ich werde es mit so einem Pfeil, mit so einem Ping wieder anpinnen, ein Durchfahrtsverbotszeichen für LKWs. Deswegen bin ich links rum. Und habe gesehen, okay, da wird es sehr eng, aber ich habe mir gesagt, geradeaus darf man nicht. Also müssen ja auch andere LKWs auch links gefahren sein, ne? Anders geht es ja nicht. Und ja, dann kam alles so, wie es war. Die Polizei kam dann auch. Die habe ich gefragt, ich sage, ich komme hier nicht mehr raus, Leute. Und die Polizei hat zu mir gesagt, ja, fahren Sie rückwärts hier wieder um die Kurve zwischen beiden LKWs. Da musste ich ja rückwärts, war echt ein bisschen tricky. Deswegen habe ich auch ein paar Ansätze gebraucht, weil auch der Bordstein da so hoch war. Und fahren Sie dann geradeaus hinten die nächste Spur rum. Ich sage, da dürfen noch LKWs gar nicht durch. Und da sagt er zu mir, nein, das gilt für die Parkreihe dahinter. So. Und ihr könnt jetzt mal im Bild gucken. Ich bin der Meinung, die Parkreihe dahinter, also das ist sehr verwirrend aufgestellt. Aber schauen wir erstmal rein und ich melde mich nach dem Video wieder. Ich denke mal, ich werde so ein bisschen viel Spaß mit der Folge. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars We can do what we like Alles gucken, wir fahren. Ey, die haben hier so zugeparkt. An der Raststätte.
Junge. Die klappen nicht mal die Spiegel ein. Das wäre ja auch mal schön, ne, wenn sie mal so cool wären, aber... so hinstellen. Wie stellt ihr euch das hier eigentlich vor? Ja, bin ich auch. In die Raststätte rein. So auf Toilette. Durchfahrtsverbotsschilder, da hinten stehen sie auch. Und hier wegen so aus jetzt hier. Oh, sehr gut. Da passe ich nicht durch. Wie meinen Sie denn das? Sag mal, Alter. Ey. Was, sind die halt noch ganz dicht hier oder was? Jetzt mal ganz im Ernst. Kommt mir ein Auto von vorne entgegen. Was? Hä? Polizei, ja. Oh, das ist gut, da fahre ich mal hin. Da. Ne, da gehe ich jetzt mal hin. Warte mal. Eine Ewigkeit später.
Mann, das kann's nicht sein. Ich fahre mich hier fest. Boy, that escalated quickly. Junge, Junge, Junge. Ja, ich krieg ja gleich einen am Sender, Junge. Auch noch ein LKW. Dankeschön. Ey. Ich fahre noch mal hier irgendwo runter, ey. Mein Gott. Junge, Junge, Junge. Musste mal auf Toilette, deswegen bin ich auf der Raststätte runtergefahren, aber so ein Drama hier. Hauste ab. Ne. Stell mir mal vor, du bist ein Fahranfänger. Jetzt mal ernsthaft jetzt. Ey, da weißt du noch gar nicht mehr zu helfen. Der Polizist meinte auch, ja, müssen sie eine Reihe weiter. Ist jeden Abend dasselbe. Können wir auch nichts mehr machen, wenn wir hier einen runterjagen. Dann ist gleich 5 Minuten später wieder der nächste da. Alle sind auch machtlos. Aber die waren sehr freundlich von der Polizei, muss man ganz ehrlich sagen. Gerettet. Baby, wow, yeah. So, Freunde, ich habe es mir bequem gemacht. Vor dem LKW sitze ich hier auf den Trittblech. Und Moment, fokussieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War schon echt krass, das so zugeparkt habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Verstehe nicht, wie man sich da so hinstellen kann, aber gut. Die zweite Reihe war ja noch da, also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Klar, aber ich habe halt gedacht, durch dieses Schild, dass ich da nicht durchfahren darf. Also wie gesagt, ich habe die Situation, ich habe gesehen, dass es da eng ist. Aber ich habe gedacht, da fahren alle durch, wegen diesem Durchfahrtsverbotsschild. Naja, es war auch dunkel, es war auch so um die Ecke, egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, die Polizei war übrigens sehr nett. Aber, liebe Pkw-Fahrer oder Polizisten, eins möchte ich noch, drei Dinge, die ihr bitte beachten solltet, wenn so eine Situation kommt. Erstens, fahrt doch nicht so dicht auf den rangierenden LKW vorne auf. Durch die Dashcam kommt das ein bisschen weit weg vor, weil diese Perspektive halt anders ist, ne? Dieses Weitwinkelding. Es macht zum Beispiel, wenn es ein neuerer Fahrer ist, ihn sehr nervös. Ne? Zweitens, vielleicht, da ihr zu zweit wart, wäre auch cool, wenn einer ausgestiegen hätte und hätte mich ein bisschen eingewiesen, weil da waren ja parkende LKWs rechts, links. Gut, habe ich auch so hingekriegt. Und drittens, das wäre mir, liebe Pkw-Fahrer, wenn sowas ist, schaltet bitte das Licht auf Standlicht. Abblendlicht auf Standlicht, weil es blendet sehr. Und wenn du nachts über Spiegel fahren musst und vor dir ist jemand und die Scheinwerfer strahlen dir die ganze Zeit ins Gesicht, kannst du schlecht nach hinten gucken oder dich schlecht umsehen. Das soll es auch wieder gewesen sein mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat übrigens, dann lass einen Daumen nach oben da, vielleicht. Oder auch nicht. Und schreibt mir einen netten Kommentar. Die bösen Kommentare ignoriere ich sowieso. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns am Sonntag wieder mit einem Dashcam-Clip-Video. Haut da rein, euer Kai Martin. Tschüss.